Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ja, wir haben ein ziemliches heftiges Gewitter hier im Hintergrund und wir müssen dem Baron folgen. Ich guck gerade mal, aber da drin scheint nichts zu sein, was wir jetzt irgendwie mitnehmen können. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Na, da ist was zu mitnehmen. Hier ist es. Nein, ich will die Sachen einsammeln. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Wo ist denn seine Das Grab Schaffel? Ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Schau. Eigentlich sieht er ja ganz niedlich aus. Nimm ihn in die Arme. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Ehe wir es merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er es auch. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann beißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich helfen kann. Sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Was, wie? Gib ihn auf. Nimm ihn in deine Arme. Sag mir bitte, dass nicht ich das machen muss. Barmherzige Götter. Zurück zur Burg. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Also ich kann die Sinne, also nicht die Sinne, das Dings nicht anwenden gerade. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt gleich hier durchdreht. Ich hoffe, ich habe es auch noch aufs Richtige stehen. Gedankenbeeinflussung, ja. Da. Oh, fuck! Irrige Geister. Der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelockt. Beim Grab meiner Mutter. Unternimm was! Ja, ich bin doch schon dabei. Hallo. Boah, ein Ritter. Na? Ist noch einer. Oh, nicht den Fest. Er bewegt sich. Ich kann ihn nicht merken. Ja, aber oh, ich... Ganz ruhig. Kommen da noch mehr von? Ich dachte jetzt eigentlich, dass wir den Kleinen angreifen müssen. Aber was hast du damit vor? Ich? Nichts. Das ist deine Aufgabe. Ich hab doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Wenn die Sage wahr ist, ist es morgen ein Tölpelbold. Er wird über dein Haus wachen und mir helfen, deine Familie zu finden. Okay. Mehr. Eine Heilung. Los doch! Ich warte nicht, bis sie uns verschlingen! Doch, das war eine. Ach, spring doch einfach da drüber, Mann! Ruhig gestellt. Schon einen Namen gewählt? Nein,
Dann lass dir einen einfallen. Es ist wichtig. Es ist ein Mädchen. Wie hätte Anna sie genannt? Vielleicht Riesenzunge? Alle guten Dinge sind drei, oder? Oder nicht? Und jetzt? Sprich mir mal. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Ich gebe dir den Namen, sag ihren Namen, und empfange dich als meine Tochter. Ich gebe dir den Namen, der, und empfange dich als meine Tochter. Jetzt begrab sie. Innerhalb eines Tages sollte sich Dea in einen Tölpelbold verwandeln. Ich bleib hier und warte. Du gehst nach Hause. Ich warte mit dir. Kommt nicht in Frage. Aber das ist mein Kind. Und die Schuld, die ganze Verantwortung dafür liegt bei mir. Die Zeit für elterliche Gefühle ist lange vorbei. Außerdem kannst du hier nichts tun. Aber... Kein Aber. Hier ist nur noch Hexerwerk gefragt. Ich muss Tag und Nacht warten, bis sich der Fehlgeborene in einen Tölpelbold verwandelt. Geh nach Hause und betrink dich nicht wieder bis zur Bewusstlosigkeit. Ja, ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass es wesentlich schwieriger ist, zum einen und zum anderen... Ich hatte einfach nur Panik vor dieser Quest. Ich habe nämlich gehört, dass das, wie gesagt, sehr schwer sein soll. Mit dem Baby, also, dass man sie überhaupt... Achso, ich muss sie aber Wache halten, ne? Ne, wo war sie denn jetzt? Hier. Ich wollte jetzt eigentlich da oben reingehen. Dort dabei, wo der Fehlgeborene begraben wurde. Ja, und wie rufe ich die jetzt herbei? Achso. Okay. Mitternacht. Bei der Macht des Blutes, ich rufe dich. Bei deinem Namen flehe ich dich an. Höre mein Rufen und erhebe dich, Dea. Führe mich zu denen, die mit ihrem Blut an dich gebunden sind. Das heißt, wir müssen ihm jetzt folgen, ja? Oder ihr. Das ist ja eigentlich ein Sie. Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend. Mit Pferd wäre es vielleicht ein bisschen einfacher. Hallo! Der Hund nimmt so gar keine Notiz davon, dass hier gerade so ein leuchtendes Säuglingsbaby in der Gegend rumfliegt. Irgendwie nimmt da keiner Notiz von. Ist ja völlig normal. Na, wie geht's heute, Geralt? Och, ich folge nur dem leuchtenden, fliegenden Baby. Mir geht's gut. Mami. Danke der Nachfrage. Ja. Wann fütter uns denn? Beziehungsweise sie? Aber wie gesagt, auf dem Pferd wäre es eigentlich tatsächlich wahrscheinlich schöner und vielleicht auch schneller. Geht's nach links?
muss dem Baby folgen. Hab jetzt keine Zeit. So. Also ich schätze mal wirklich, es wäre sehr viel einfacher gewesen mit Pferd, mit Plötze. Schätze aber, dass wir am Ziel angekommen sind. Ich glaube, das Baby wartet. Also Lavendel haben sie hier drin jedenfalls nicht gelagert. Aber vielleicht sollte ich einen Blick riskieren. Das gehört, ja, das gehört zur Quest. Okay. Ich nehme aber mal kurz noch das Kraut hier mit. So. Wir haben jetzt hier erstmal... Ein Armreif. Eine von ihnen muss ihn verloren haben. Ach, ich dachte gerade, da hinten ist ein Monster. Das ist eine Pflanze. Oh Gott. Hufe. Hufabdrücke. Es wäre schön, wenn du da was zu sagen würdest. Geralt? Nee, die möchte er auch nicht haben hier vorne. Kleidung? Zogen die sich hier etwa um? Darf ich jetzt hier vielleicht endlich mal weitermachen? Hallo? Ein Hufeisen? Kein Pech, sie, da könnte sich ein Pferd leisten. Sie waren beide hier. Ich bin auf dem richtigen Weg. Okay. Da war doch, ich wollte gerade sagen, da war doch gerade noch was. Aber anscheinend nichts, was wir jetzt hier... Sie Achso, es mir geht weiter. Was zeigen. Moment, Moment. Oh, was bist du denn für ein Viech? Hallo, Plötze. Bei Fuß. So, da kann ich gar nichts. Kann nichts von looten hier. Okay. Plötze. Dummes Pferd. Komm her. Ich möchte reiten, damit das nicht immer so lange dauert hier. Boah, ist das dein Ernst? Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurückgehen oder was? Komm doch mal her. Plötze bei Fuß. Ja, komm noch ein bisschen langsamer. Los, los. So, komm. Wir müssen dem Leuchten etwas da hinten folgen. Ach ja, kann man ja nicht nehmen. Komm schon. Na, wohin? Schweb doch mal ein wenig schneller. Oh. Langsamer. Schweb doch nicht durch das Viech durch. Boah, das ist ja... Okay, zu Fuß wäre es vielleicht doch wesentlich angenehmer gewesen, aber... Ja, lauf, komm. Ich hoffe... Der kommt natürlich nicht mit, ne? Dein Ernst? Hey! Och, das ist... Nein, du sollst... Hallo? Nein? Ach so, gedrückt halten. Ja, geh runter, komm. Oh, ist das ätzend. Jetzt muss ich die ganzen Viecher hier alle auch noch töten, oder was? Ja, kommt hier. Na, komm schon. Ich kann grad nicht. Kommt der jetzt her? Da haben sich ein paar Nekrophagen einen schönen Fall gemacht. Das sollte ich mir mal ansehen. Ich sollte den Pferdekadaver untersuchen. Boah, kommen die hier... Kommen die jetzt endlos viele raus, oder was? Irgendwas soll ich untersuchen. Moment, da hinten sind auch noch welche. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht alle hier rausgesprungen. Ah, hier. Okay. Moment. Das nehmen wir noch mit. Nein.
So. Was haben wir denn da? Die Knochen liegen hier schon eine Weile. Der Sattel ist angebissen. Mikrophagen fressen heutzutage aber auch alles. Riesige Klauen. Das war kein Mikrophage. Ein Hufeisen fehlt. Zufall? Oder ist das vielleicht das Tier, das in der Räucherei eins verloren hat? Der Kopf einfach abgerissen. Das erfordert enorme Kraft. Muss eine mächtige Kreatur gewesen sein. Hat sie kalt erwischt. Hoffentlich sind sie entkommen. Die Spur führt weiter. Gut, dass sie hier noch nicht endet. Mitten zu diesen Viechern. Oder auch nicht ganz. Oh, ist das nervig. Ja, ist ja gut. Ich hab dich doch gesehen und bin ausgewichen. So. Komm schon, komm her. Also das Ausweichen ist bei ihm echt schrecklich. Entweder kommt das viel zu spät. Oder er macht's gar nicht. So. Paprika? Wo habe ich jetzt auf einmal Paprika her? Nein, ich will jetzt hier nicht wieder irgendwas haben, was mir hier entgegenkreucht und fleucht. Fischerhütte. Er möchte wohl, dass ich sie mir näher ansehe. Wahrscheinlich. Wer ist das? Nach nebenan. Geht schon. Was suchst du hier, Fremder? Unsere Hütte hat nichts zu bieten. Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Ich suche jemanden. Zwei Frauen. Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons. Hier war niemand, Herr. Wirklich? Kam hier keiner vorbei? Die Tochter ist mittelgroß, etwa 20. Ihre Mutter schlank, etwa 40. Gesehen? Die kam doch neulich in der Nacht, oder Mama? Still, Junge. Okay. Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt. Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Krähenfels mit dem Baron. Warum? Weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben's gewusst, aber keiner hat was gesagt. Was ist mit Tamaras Mutter passiert? Es war so. Ich hab in der alten Räucherei gewartet. Mit Pferden. Kalt war's und dunkel. Konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch. Doch sie kamen nicht. Hab schon gedacht, ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kamen sie doch. Und wir sind zum Fluss. Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass ich aus den Ohren geblutet hab. Frau Anna hat geschrien. Hat sich gekrümmt. Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da hab ich's gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen. Okay, was geschah dann? Erzähl mal. Was für Brandzeichen? Sie hat, also, wie von einem Brandeisen. Auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau,
Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Na gut. Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler, als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann, aus dem Wald, dieses Brüllen. Mir brach der Angstschweiß aus und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald, so groß wie eine Scheune, mit Hörnern und zwei glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Annas Pferd an, riss ihm den Kopf ab, trug sie in den Wald. Unsere Pferde, meins und Fräulein Tamaras, erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück, nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Das ist richtig. Warum hast du ihnen geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich habe Fräulein Tamara was geschuldet. 3 Monde zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren. Versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet. Kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Sollte man sich heute ein Beispiel machen. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Danke für deine Hilfe. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Dafür gebe ich mein Bestes. Ja, oh Gott, jetzt kommen hier die ganzen Kinder angelaufen, oder was? Wo war denn jetzt die Ausgangstür? Ist das die hier? Vor allen Dingen habe ich denen jetzt die ganzen Sachen geklaut. Hier das ist die kleine Kupido. Also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. Aber vielleicht kann Dea uns direkt den Weg zeigen. Das wäre doch ganz gut. Ja, wo müssen wir denn jetzt genau hin? Schauen wir doch erstmal. Wir müssen wieder zurück zum Schloss. Ach so, weil wir mit ihm drüber reden müssen. Ja, gut, okay, das ist kein Thema. So, Plätze. Klappt das diesmal? Oder muss ich jetzt hier eine Stunde warten, bis du kommst? Da hinten. Komm. Ich höre da hinten irgendwelche komischen Viecher. Komm schon, Plätze. Es wäre einfacher, wenn du dann mit mir hier rüber reitest. So. Langsamer. Genau, langsamer. Ich sehe nämlich überhaupt nichts. Hallo? Das sieht aus, als ob ich hier eine verschmierte Scheibe habe. Das ist total seltsam. Aber nur, wenn ich da Richtung Sonne gucke. Ich sehe hier gerade wirklich überhaupt nichts mehr, ne? Da ist, glaube ich, irgendwo das Tor, wo wir durch müssen. Ja. Weiter so, Plätze. Genau. Okay. Ah, jetzt sehe ich wieder was. Sehr schön. Wenn's nicht bald zu regnen aufhört. Entschuldigung. Was zum... Lauf, Plätze. So, Plätze, Schätzchen, warte mal hier auf mich. Oh. Weißt du, wer ich bin? Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das werde ich dir nie vergessen. Hier, zum Dank. Na. Vielen Dank. 20 Kronen sind ein bisschen wenig für ein ganzes Leben, ne? Aber. Moment, jetzt bin ich hier gerade. Von da kam ich doch gerade, meine ich doch. Da muss ich hin. Es irritiert ein wenig mit dem... Das ist doch jetzt richtig, oder? Ja. Das irritiert irgendwie ein wenig mit den zwei verschiedenen gelben Dingern, die hier angezeigt werden. Deswegen... hier muss ich... Hexer, durch. Auf ein Wort bitte. Was gibt es?
In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts, sitzt nur da. Na, dann hat's zumindest ein bisschen was Gutes, würde ich sagen, ne? Hier ist irgendwas, was wir... Nee, das können wir nicht pflücken. Irgendwas, was wir pflücken. Ah, nee. Was wir mitnehmen können. Okay. Sieht uns da einer? Also, ich habe mir sagen lassen, dass es egal ist, wenn man nicht direkt neben der Wache steht. Ach, Moment, der ist aber auch hier drin, ne? Da ist er doch. Hab ich da gerade was? Warte. Tut mir leid, aber ich muss die Sachen klauen. Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten? Habe ich aus Nazair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen. Wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da? Die gefüllten? In Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Ja. Dein Verlust ist sicherlich schmerzvoll. Schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein. Weder jetzt noch in Zukunft. Es war zu spät, das war klar. Ich hätte früher handeln und dieses verdammte Wählen verlassen sollen. In diesem schmutzigen Sumpfloch hier. Das konnte nicht gut gehen. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Gibt es Neuigkeiten? Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Nein, ich sprach mit ihrem Fluchthelfer, der sie auch aufgenommen hat. Tamara ist wohlauf. Soweit ich verstanden habe, will sie dich weder wiedersehen noch zurückkehren. Ich traue keinem Bauerntölpel, der ihr vielleicht geholfen hat. Ich muss wirklich wissen, dass sie sicher ist. Geh zu ihr. Überzeug dich, dass sie sicher ist. Ich glaube keinem anderen. Ich kann ihn ja verstehen. Das mache ich. Ich bin dir dankbar. Nimm diesen Anreiz. Und das hier könnte nützlich sein. Was ist das? Ein Geleitbrief. Seit die Redanier sich des Pontatals bemächtigt haben, ist es verdammt schwierig, Novigrad ohne Geleitbrief zu erreichen. Also gut. Du solltest sie beide finden. Was ist mit Anna? Die habe ich noch nicht. Aber ich bin ihr auf der Spur. Also, worauf wartest du dann? Dass du mir was über Ciri sagst, wie vereinbart. Na gut. Ein Mann, ein Wort. Während Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern.